Hi Tim, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Big Wave TV. Heute geht es wieder um meinen Einkauf, den ich eingekauft habe. Ich glaube, mache ich schon mal wieder. Aber erstmal zur Vorinformation. Die Videos kommen jetzt immer später, gestern 18 Uhr, heute wahrscheinlich noch später. Liegt an mehreren Punkten. Der erste Punkt, der mich am meisten nervt, ist das Internet. Das bricht nämlich derzeit immer und immer wieder ab. Ich habe schon mit dem Techniker gesprochen dort, also am Donnerstag kommt einer. Das heißt, bis Freitag sollte es wohl dann wieder funktionieren ordentlich. Aber da bricht mir wirklich in Stunden, Tag, Time, Stunden, Takt ab. Und meistens genau dann, wenn man das hochladen will und dann, ja, es ist wie es ist. Gut, heute hatte ich natürlich auch was anderes vor, aber es ist nicht so schlimm. Ihr wisst erstmal Bescheid, aber es kommt immer so ein Video jeden Tag hoch. Heute ist es das Einkaufsvideo, die liebe Luna ist mit am Start. Die sagt euch erstmal Hallo, die kleine Süße. Ja, ansonsten haben wir, was haben wir heute eingekauft? Zu den Kommentaren, die mit gestern im Video dabei waren, die werde ich morgen mit vorlesen, denn das schaffe ich heute alles nicht. Ich habe heute doch noch ein bisschen mehr zu tun. Ich hoffe, es ist nicht übel, aber so ein kleines Video machen wir doch noch. Und es ist auch ein Format, was ihr ja sehr liebt, wie ich weiß. Und da kommen wir erstmal zu den Einkaufen. Ist ein kleiner Einkauf, aber ein schöner Einkauf, denke ich. Als allererstes habe ich mir die Laugenstangen geholt. Die kosten 1,39 Euro, 7 Stück. Die finde ich immer lecker. So wie auch die Laugenbrezeln. Sind auch 7 Stück, kosten auch 1,39 Euro. Im Rewe. Dann haben wir als nächstes, habe ich mal geholt, die Gemüsestäbchen von Iglo. Die kosten derzeit im Angebot 2,22. Ich finde es immer noch Hammerpreis, aber ich wollte es mal probieren. Und dann haben wir die Gemüselasagne geholt. Die kostet 1,60 Euro, meine ich, oder 1,70 Euro. So im Dreh. Oder nee, halt Quatsch. Die kostet 1,29 Euro. So rum wird ein Schuh draus, meine ich. Ich könnte ja einfach mal auf den Kassenzettel gucken. Das werde ich jetzt auch mal tun, bevor ich kompletten Käse erzähle. Wo ist er? Hier ist er. Nee, ist er nicht. Ist der falsche. Dann ist der das. Auch nicht. Wo habe ich den jetzt schon wieder hin? Wenn man so viele Kassenzettel drin hat. So, das ist er aber. Und die kosten... Nein, das überhaupt nicht. Hä? Wo ist der hin? Da bin ich... Das ist alles Rewe. Alles Rewe Kassenzettel gerade sind. Das ist natürlich jetzt gerade... Kann ich nur um Stunden handeln. Doch gar nicht, den habe ich doch mit reingepackt. Nein. Wo ist denn der hin? Das ist ganz unten versteckt. Nein. Auch da hat sich gerade schön zwischen zwei Dingen versteckt. So, das sieht genau, das ist er. Also, die Gemüsestäbchen, genau, 2,22 Euro waren bei der Gemüselasagne. Die hat gekostet, wo ist sie denn aufgeführt? Da, 1,59 Euro. Jetzt wissen wir es genau. So, dann haben wir einmal Nudeln gekauft. Die kosten 39 Cent, wie immer, also wie überall. Dann haben wir Chili Cheese Nuggets gekauft und das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die kamen, glaube ich, 1,99 Euro. Genau. Ich wollte die mal probieren. Dann haben wir geholt Oliven. Die kosten 1,49 das Stück. Ich habe davon zwei verschiedene geholt. Einmal den Mix und einmal die mit dem Knoblauch. 1,49 das Stück. Dann haben wir geholt Penne Spinat. Und das kostet, glaube ich, auch 1,59 Euro. Und dann haben wir diese Pesto geholt, weil die ist wirklich hier komplett vegan. Das ist, ich habe jetzt zwar jetzt nicht alles vegane Produkte geholt, das wird aber immer mehr vegan bei mir, aber heute habe ich wieder ein bisschen mehr vegetarisch geholt. Aber immer noch fleischlos, das ist schon mal für mich sehr, sehr wertvoll. Also sie haben jetzt hier, weil in Kaufland gibt es auch sowas, aber die ist nicht vegan. Die hat wirklich noch Käse und so drin, die halt komplett
vegan. Deswegen wollte ich mal probieren. Die kostet 1,49 €, finde ich auch vollkommen okay. Und so. Ich glaube, das war's. Ja. Das war's, meine lieben Freunde. So, ja, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder, wann das Video genau online kommen wird. Wie gesagt, weiß ich nicht. Da es technische Probleme das halt gibt, wie es halt immer so ist. Aber es kommt jeden Tag ein Video, immer und immer. Also auch wenn es mal abends ist, nicht böse sein. Es ist zurzeit so, wie es ist, ist ein bisschen katastrophal. Aber es kommt ein Video morgen. Morgen werde ich ein Video drüber machen. Morgen haben wir genau die 2 Wochen vegan um. Oder beziehungsweise vegetarisch, besser gesagt, also nicht vegan, sondern ohne Fleisch. Und da möchte ich gerne mal mit euch drüber reden, wie ich das in den 2 Wochen bis jetzt aufgenommen habe. Was ich da geschafft habe oder was ich auch nicht geschafft habe. Und. Ja. Ihr könnt ja schon mal auch Fragen überlegen. Weil ich werde dann am Monatsende, also wenn es komplett rum ist, das Monat, werde ich halt auch nochmal sowas machen. Und dann könnt ihr schon mal dafür schon mal ein paar Fragen überlegen, was ihr mir stellen wollt. Wie zum Beispiel, wie hast du den Monat überlebt und tralala, sowas halt. Ja, das wäre toll. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr mögt, morgen wieder. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, meine lieben Leute. Ich sage Hi Ten, bis denn. Die liebe Luna sagt auch wieder sehen und ist gerade mit sich selber beschäftigt. Die putzt sich gerade schön. Die kriegt heute noch Hausbesuch wahrscheinlich. Mhm. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wie immer gilt, Daumen spreizen, nicht mit Likes geizen, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, teilt das Video mit euren Freunden, vielen, vielen Dank dafür, dann bis morgen, auf Wiedersehen.